Hallo, ihr fabelhaften Schützen und Schütze-Aszendenten, ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop im Mai 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und möchte euch durch die Konstellationen begleiten. Das kann ein sehr knisternder Monat für euch werden. Ihr seid inspiriert und experimentierfreudig. Single-Damen werden von amüsanten Verehrern umworben. Single-Männer müssen sich eventuell mit einem Konkurrenten auseinandersetzen, vielleicht sogar aus dem Freundeskreis. Insgesamt ein sehr spannender Liebesmonat. Auch diesen Monat gibt es übrigens wieder was zu verlosen. Mehr dazu am Schluss des Videos. Also bleibt dran. Jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, denjenigen Konstellationen, die länger als nur diesen einen Monat auf euch einwirken. Fangen wir an mit Lilith. Die steht jetzt im Schützen und damit in eurem ersten Haus, falls ihr Schütze-Aszendent auch seid. Und das ist eine sehr spannende Konstellation, denn Lilith verleiht euch eine sehr knisternde, interessante Ausstrahlung. Ich kenne da auch einen Schütze-Herrn zum Beispiel, der hat in letzter Zeit zwei neue Frauen gleich kennengelernt. Also ist auch für die Männer interessant. Vor allen Dingen diejenigen Männer, die wirklich auch mit dem Thema Göttin vertraut sind oder die einfach auch in ihren Liebschaften eine Göttin suchen. Die kommen jetzt auf ihre Kosten. Manchmal ist es allerdings auch so, dass uns Lilith innerlich mit verdrängten Gefühlen in Kontakt bringt. Also wenn ihr in euch eine Seite habt, die ihr vielleicht bisher nicht akzeptieren wolltet, die euch zu wild war oder zu provokant und die ihr bisher immer so ein bisschen auf Seite geschoben habt, dann wird die sich jetzt mit Macht melden bei euch. Ja? Denn Lilith möchte natürlich, dass ihr die wilde Seite in euch auch anerkennt und annehmt und irgendwie versucht, in euer Leben zu integrieren. Das steht also jetzt an. Für diejenigen von euch, die es noch nicht kennen, ich habe ja auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau. Also vielleicht wäre das jetzt ein Anlass, das mal zu lesen, wo die Lilith in eurem Zeichen steht. Und das spüren in diesem Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 29. November und 5. Dezember Geburtstag haben. Und da kommt jetzt im Mai dann auch noch diese Opposition zu Mars dazu, der für euch im Partnerhaus steht. Die geht bis zum 4. Mai und das ist besonders spannend. Das heizt also die Tätigkeit der Schützen im Affärenbereich, im Begegnungsbereich ganz besonders an. Da sind jetzt sehr spannende und heiße Affären möglich. Genau, dann gibt es weiterhin das Quadrat zu Neptun für euch. Der steht hier im Haus der Familie und steht in Spannung zur Schützesonne. Und dieses Quadrat kann für so manchen Schützen Täuschung und Enttäuschung mit sich bringen. Es kann auch, je nachdem, wo es auch in eurem Geburtshoroskop dann steht, heimliche Affären andeuten, dass ihr vielleicht eine heimliche Sache laufen habt oder vielleicht auch euer Partner. Neptun ist ja an sich auch eine sehr romantische Konstellation, aber wenn es konflikthaft steht, dann hat es meistens damit zu tun, dass man nicht ganz offen damit umgehen kann. Ne? Also wenn ihr da was laufen habt in eurem Leben, dann müsst ihr halt gucken, wie offen ihr damit umgehen könnt oder wollt, weil gerade auch wenn jetzt Lilith dazu kommt, ein besonderer Drang besteht, auch die Wahrheit zu sagen und mit Sachen nicht länger hinterm Berg zu halten. Wenn die beiden dann erstmal in ein Quadrat miteinander bilden, dann wird es richtig spannend, ne? Weil dann können eben auch Sachen auffliegen, weil man einfach damit nicht mehr hinterm Berg halten will. Und diesen Aspekt mit dem Neptun-Quadrat spüren besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 3. und 8. Dezember Geburtstag haben. Und dazu kommt dann jetzt im Mai auch noch eine Spannung zu Mars, der ja für euch im Patenhaus steht. Nochmal ein Hinweis darauf, dass eventuell heimliche Sachen auffliegen könnten. Und deswegen bereitet euch mal darauf vor, wie ihr dann damit umgehen wollt. Wollt ihr es leugnen? Wollt ihr dann endlich auch mal die Konsequenz draus ziehen? Wollt ihr die Sache, die heimliche Sache vielleicht vorher noch schnell beenden, bevor sie auffliegen kann? Das sind alles so Sachen, wo es sich lohnen würde, jetzt für den Mai mal drüber nachzudenken. Ja, dann wieder die gute Nachricht. Sextil Jupiter, also euer Herrscherplanet hier, für euch im Haus der Freundschaft in einem sehr schönen Aspekt zu eurer Schützesonne und sehr unterstützender Aspekt auch, ne? Also bei Freunden findet ihr auf jeden Fall einen jemand, der euch zuhört, falls ihr euch da in so ein Liebeskuddelmuddel reingesteigert habt. Und das steht gut zu euch. Und dieses angenehme Sextil spüren besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 3. und 9. Dezember Geburtstag haben. Also das sind jetzt fast dieselben, die auch den Neptun im Quadrat haben. Ne? Wenn ihr, wie gesagt, euch da in Schwierigkeiten gebracht habt, dann könnt ihr bei Freunden euch ein bisschen ausweinen oder um Unterstützung bitten.
Genau. Und da kommt dann jetzt dazu, dass dann wiederum der Mars hier einen günstigen Aspekt zu Jupiter bildet. Das ist auch wieder ein Hinweis, dass ihr Unterstützung bekommt in euren ganzen Liebesdesastern. Und dieses gute Trigon, das ist vom 7. bis 13. Mai. Dann habt ihr den Uranus, den wilden Uranus, ja auch längerfristig und auch immer noch in eurem Haus der Lebensfreude stehen, was einfach super ist für kreative Schützen, für Schützen, die Musik machen, auch wenn ihr gerne tanzt. Also hier mit Uranus, alles, was mit Rhythmus zu tun hat, tut euch gut und hilft euch eben auch, wieder zu euch zu finden. Also wenn ihr irgendwie merkt, wow, jetzt geht gerade mal gar nichts weiter, dann stürzt euch in irgendein Tanzvergnügen oder in etwas rund um das Thema Rhythmus und dann findet ihr wieder zu euch. Das ist eine schöne Konstellation und die spüren diesen Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 15. und 20. Dezember Geburtstag haben. Ja, und dann schließlich und endlich immer noch Saturn im ersten Haus, immer noch in der dritten Dekade, plagt er die Schützen so ein bisschen, ist sehr anstrengend. Das ist eine Phase, wo ihr auch geläutert werdet, wo ihr eben auch so manche Konsequenz ziehen müsst, wo ihr euch sehr anstrengen müsst und zusammen mit den anderen Planeten auch oft das Gefühl habt, dass ihr nicht selbstbestimmt sein könnt, sondern dauernd nur für andere da sein müsst. Das ist halt nun mal die Natur dieses Saturn-Aspekts. Andererseits, was ihr jetzt aufbaut und wo ihr jetzt vorankommt und was ihr manifestiert in dieser Zeit, das hat dann lange, lange in eurem Leben Bestand. Und diesen Aspekt spüren diesen Monat besonders die Geburtstagskinder vom 15. bis 21. Dezember. Und dazu kommt dann gegen Ende des Monats auch wieder der Mars dann in Opposition. Und das ist auch wieder ein nicht ganz ungefährlicher Aspekt dafür, dass heimlich Sachen auffliegen könnten. Und Saturn, Mars ist auch immer so eine Sache der Konsequenz und eventuell auch das Gefühl, ausgebremst zu werden. Aber diese Konstellation ist wiederum eingebunden in andere gute Planeten, da komme ich aber gleich noch zu. Okay, nochmal der Hinweis auch, also selbst dann, wenn ihr vielleicht diese Aspekte jetzt nicht auf eure Sonne stehen habt mit den Großplaneten, kann es doch sein, dass andere Planeten bei euch auch im Schützen stehen, vielleicht die Venus oder der Mars und dann diese Aspekte auch empfangen. Um das rauszukriegen, ist es halt doch immer ganz gut, sein Horoskop gut zu kennen und dafür vielleicht mal eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Besonders wenn es eben jetzt so heikel wird für euch. Ja, ideal sind die Konstellationen nach wie vor halt, wenn ihr als Single unterwegs seid und niemanden Rechenschaft schuldig seid und dann schon viel eher das auch genießen könnt. Gut, kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen, beginnend mit dem Neumond am 26. April. Der zeigt ja so ein bisschen ein wichtiges Thema für die nächsten 4 Wochen. Und hier geht es für euch um Einsatz am Arbeitsplatz, denn das Ganze spielt hier bei euch im Jobhaus. Oder auch, es kann auch um eine Gesundheitskur für den Frühling gehen. Ja, mit dem Planeten im Stier, würde ich das auch sehr empfehlen, dass ihr da mal ein bisschen schaut, wenn ihr gesündigt habt, wie, dass ihr euch gesund ernährt, frisch, viel Gemüse, vielleicht mal Fleisch weglassen und einfach dafür sorgt, dass es euch gesundheitlich gut geht. Das wäre auch eine gute Maßnahme für die nächsten 4 Wochen. Die Sonne steht zu Beginn des Monats ja dann logischerweise auch im Stier und damit in eurem Gesundheits- und Jobhaus. Zum Tanz in den Mai seid ihr natürlich auch wieder exponiert wegen dieser Spannung Lilith in eurem Zeichen und Mars in eurem Partnerhaus. Sehr spannender Tanz in den Mai. Und es gibt bestimmt viele Schützefrauen, die einen Maibaum hingestellt bekommen. Ist ja auch ein stark phallisches Symbol, der Maibaum. Passt deswegen hier sehr gut für euch zum Mars im Partnerhaus. Also da werdet ihr Spaß haben und könnt auch die wilde Göttin raushängen lassen. Ich habe zu dem Thema noch ein kleines Special-Video vorbereitet, wo ich den Zusammenhang zur Göttin so ein bisschen erläutere über den Tanz in den Mai. Das könnt ihr euch ja dann auch mal anschauen. Genau. So, jetzt zum Start in den Monat. Wie gesagt, Sonne im Stier in eurem 6. Haus, Mars in den Zwillingen den ganzen Monat über. Und zwar wird er die erste Dekade, also diesen Oppositionsaspekt kriegt die erste Dekade bis zum 7. Mai, die zweite Dekade schützen bis vom 7. bis 22. Mai und danach dann die dritte Dekade. Dann habt ihr die ganze Zeit Liebesplanet Venus in einem sehr schönen Aspekt zur Schützesonne. Die steht für euch im 5. Haus der Lebensfreude und der Sexualität. Wunderschön, Liebesplanet, also Liebe und Sex kommen zusammen.
Und da lässt sich so manches rausreißen, so manches Problem. Und dann kann euch auch keiner böse sein, wenn ihr dann euren Geliebten einfach verführt. Vielleicht auch draußen. Die Schützen lieben ja auch Sex in der freien Natur und an allen möglichen Orten. Also das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Wenn ihr darauf achtet, nicht zu sehr mit heimlichen Affären in irgendeine Schwierigkeit zu geraten, dann könnt ihr das den ganzen Monat über genießen. Und die erste Dekade hat diesen Aspekt vom 1. bis 10. Mai, die zweite Dekade vom 10. bis 27. Mai und die dritte Dekade vom 27. Mai bis zum 5. Juni. Der Merkur steht zu Beginn des Monats ebenfalls im Zeichen Widder, auch super, bringt euch auch gute Ideen, was ihr in der Liebe machen könnt oder auch was ihr Kreatives tun könnt und wird ja auch dann ab dem 3. Mai wieder direktläufig, bildet dabei einen schönen Aspekt zu Uranus. Alles bei euch im Haus der Sexualität und Lebensfreude regt euch vielleicht auch an zu fantasievollen Liebesspielen. Das ist auch ein sehr schöner Aspekt und der Merkur bleibt dort noch bis zum 16. Mai. Dann haben wir einen Top-Tag am 7. Mai, am Sonntag, den 7. Mai. Da aktiviert hier der Mond diese schöne Konstellation mit Jupiter und Mars und auch noch einen guten Aspekt auf die Lilith. Das ist also ein sehr schöner Aspekt für neue Affären, für interessante, prickelnde Begegnungen. Das ist auch sehr sexy für euch. Und hier könnte es eventuell auch passieren, dass ihr vielleicht mit jemandem was anfangt, mit dem ihr vorher schon befreundet wart. Dann haben wir den Vollmond. Der steht für euch dann auf der Achse hier 6. Haus, 12. Haus und beleuchtet vielleicht, ob ihr mit eurem Gesundheitsprogramm gut vorankommt, ob ihr da die richtigen Maßnahmen ergriffen habt oder wenn es was im Job ist, ob ihr da auch da in der richtigen Richtung unterwegs seid. Das könnt ihr euch vielleicht so über diese Zeit, über den Vollmond drüber klar werden darüber. Genau, dann haben wir diese Konstellation mit Mars-Neptun, das ist eben gleichzeitig prickelnd und ein bisschen gefährlich. Das sind die Tage 11. und 12. Mai, ganz wichtige Tage. Der 12. ist für euch dann auch gleich ein Top-Tag noch. Wie gesagt, also Mars im Partnerhaus, super prickelnd, besonders für Schütze Frauen. Das sind eben auch die witzigen Verehrer, weil Mars sitzen ja auch die Zwillinge. Hier Zeichen Zwillinge, daher Leute, die mit Leichtigkeit und Humor auf euch zugehen, was euch gefällt. Aber hier eben das Quadrat zu Neptun. Einerseits mit der Gefahr, dass heimliche Sachen auffliegen oder dass jemand, den ihr kennenlernt, eine heimliche Agenda habt. Es kann aber auch sein, dass hier jemand im Familienbereich plötzlich bedürftig ist und ihr müsst helfen, habt keine Zeit für die Liebe. Oder auch, dass da jemand im Familienbereich eben ein Geheimnis aufdeckt. Ne? Trotzdem ist der 12. eben auch ein Top-Tag, weil ihr diesen schönen Aspekt hier habt, der ist einfach toll für Liebesbegegnungen. Und dann gleichzeitig hier die beiden Göttinnen Mond und Lilith in eurem Zeichen zusammen. Das macht euch also super attraktiv, besonders die Schütze Frauen haben da, glaube ich, eine ganz, ganz super Zeit. Aber wie gesagt, ihr müsst immer darauf achten, dass ihr da nicht in diese Täuschungsgeschichte reinrutscht. Sonst ist es wirklich super, super, super heiß, dieser Freitag, der 12. Am 16. geht dann der Merkur aus dem Widder ins Zeichen Stier und damit auch wieder in euer Job- oder Gesundheitshaus. Das heißt, dieses Gesundheitsthema, das verfolgt euch den ganzen Monat, dass ihr da ein bisschen auf euch Acht geben müsst oder eben vielleicht auch, dass ihr in eurem Arbeitsalltag auf euch Acht geben müsst und da ein bisschen Zeit und Nachdenken auch rein investieren müsst. Die heiße Phase beginnt ja dann am 19. Und fängt zunächst eben mal richtig gut an für euch. Ne? Habe ich ja gesagt, Venus im 5. Haus, super toll für Sex und Lebensfreude. Tolle Begegnungen auch möglich. Hier Jupiter im Haus der Freunde, das wäre hier die Konstellation für Friends with Benefits. Es kann ja manchmal auch ganz gut sein, wenn man eben in einer heiklen Situation ist und dann lieber mal schöne Zeiten und schöne Stunden mit jemandem verbringt, mit dem man auch schon befreundet ist und den man schon gut kennt. Aber wie gesagt, da ja dann eben die Venus hinterher noch in Spannung zu Pluto läuft, kann das auch nach hinten losgehen, besonders dann, wenn finanzielle Interessen eine Rolle spielen. Also wenn ihr zum Beispiel mit jemand euch einlasst, mit dem da eigentlich schon eine Freundschaft besteht und wenn dann noch vielleicht eine finanzielle Geschichte da läuft, irgendjemand hat euch Geld geliehen oder ihr habt einem Freund Geld geliehen, dann ist es ein bisschen schwierig. Insofern. Und dann gilt natürlich eben auch wieder die Geschichte mit den Bad Boys, ne? Dass man da auch dann leicht die toll findet, die eigentlich gar nicht so gut für einen sind. Das kann auch passieren, das kann auch gerade mit Neptun im ersten Haus leider passieren, Entschuldigung, Lilith im ersten Haus leider passieren, weil Lilith
auch manchmal so eine Lust macht, sich mit Unpassenden oder Bad Boys einzulassen. Da müsst ihr also ein bisschen auf euch aufpassen. Aber es ist eben auch eine sehr, 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 sehr sexy Phase, ne? Vom 19. bis 25. ganz besonders. Am 20. Mai geht dann die Sonne in die Zwillinge und damit in euer Partnerhaus und belebt dann wieder die Energie des Kennenlernens und der schönen Begegnungen. Ist auch gut für geschäftliche Begegnungen. Also insofern, so schwierig das auch sein kann mit dieser Neptun-Geschichte und der Täuschung oder dem Auffliegen von Geheimnissen, es ist gleichzeitig wahnsinnig prickelnd bei euch. Kann man einfach nicht anders sagen. So, dann haben wir hier zwei Top-Tage für euch. Und zwar ist das der 22. und der 23. Mai. Da aktiviert der Mond nämlich hier bei euch nochmal die Venus, die sowieso so toll steht. Also die Liebe, Leidenschaft, Sexualität. Ganz wunderbar. Und deswegen solltet ihr euch dafür auch Zeit nehmen, selbst wenn es ein Montag und ein Dienstag ist. Der wird dann hier erst über die Venus laufen, dann über den Uranus. Also alles, was spannend ist im Bereich Sex und Lebensfreude, wird da angesprochen für euch. Dann haben wir den Neumond. Der findet für euch im Partnerhaus statt. Das heißt also, den Juni über wird es dann ganz verstärkt um Partnerschaftsthemen gehen, vielleicht auch um Neuanfänge, ne? Je nachdem, was auch passiert ist im Mai, der ja sehr spannend ist, kann es auch sein, dass ihr euch eure Partnerschaft neu definieren wollt oder müsst. Und da könnt ihr dann eben um den 25. rum schon mal drüber nachdenken, wie ihr das gestalten wollt dann im Juni. So, und dann haben wir ja diese tolle Konstellation mit diesem großen Trigon. Das wird dann immer stärker zum Ende des Monats hin, zwischen hier Venus und Uranus, die für euch super stehen, dem Mondknoten, der für euch auch super steht, und Saturn, der in eurem eigenen Haus steht. Und das sagt eigentlich aus, dass ihr wirklich Chancen habt auf ein Happy End und auf etwas, was dann später eben auch eine feste Beziehung werden kann. Beziehungsweise, wenn ihr liiert seid, dass ihr zu einem guten Ende kommt, auch hier wieder, weil man euch eben einfach auch nicht böse sein kann, weil ihr so inspiriert seid, auch im Bett. Also das wäre auch nochmal ein guter Tipp, wenn es zu Schwierigkeiten kommt, aber ihr euren Partner noch liebt, dass ihr dann wirklich auch guckt, dass ihr manche Sachen einfach nicht ausdiskutiert, sondern andere Wege der Kommunikation sucht. Das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Konstellation für euch, die ungewöhnliche und originelle Lösungen verspricht. Und deswegen solltet ihr euch auch nicht zu sehr den Kopf machen. Ihr solltet eben nur darauf achten, wenn ihr was Heimliches laufen habt, wie ihr damit umgehen wollt. Und wenn ihr jemand Neues kennenlernt, auch schauen, dass derjenige oder diejenige nicht da noch eine geheime Agenda habt. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste in diesem Monat. Ja, meine lieben Schützen, soweit also eure Konstellationen im Mai. Wenn ihr eine Beratung braucht, auch angesichts dieser Konstellationen, die ja nicht ganz ohne sind für euch, dann schaut doch einfach mal auf meiner Webseite. Da findet ihr alles, habe ich alles genau beschrieben, was ich da so anbiete, wie ihr es buchen könnt. Und ihr könnt es dann eben auch gleich über die Webseite bestellen und bezahlen. Und ich melde mich da bei euch und wir machen einen Termin aus. Und zur Verlosung, diesmal gibt es wieder 15 Minuten Kurzberatung bei mir zu gewinnen zu einem Thema eurer Wahl. Und wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann postet mir bitte einen netten und interessanten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Es gibt auch im Mai wieder einen Akademietermin. Ab dem 6. Mai beginnt mein neuer Kurs über die Liebessterne und Partnerhoroskope. Vielleicht ist ja das noch interessant für euch. Findet ihr auch alles drüber auf meiner Webseite. Jetzt wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.